So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich komme zurück zu Steep und ich wollte über mein Fazit zum Extreme Pack reden. Das ist ja der letzte Season Pass DLC gewesen und ich habe jetzt nachgeschaut, dadurch, dass ich den Season Pass habe, kann ich das nicht immer sehen. Ich hoffe, dass es richtig ist, aber der DLC kostet anscheinend 9 Euro, also wenn man ihn einzeln kauft und im Season Pass ist er ja dann enthalten. Und ja. Ihr seht es schon hier im Hintergrund, es gibt da so sechs Tutorials, sage ich jetzt mal, also sechs normale Tutorials und dann gibt es noch ein Base Jump Tutorial und das seht ihr jetzt gerade hier im Hintergrund ablaufen. Man kann dann natürlich, dann wird in den DLC super eingeführt, also es wird alles gut erklärt und man bekommt dann jede neue Sportart, die dazugekommen ist, wie zum Beispiel jetzt hier, wo ihr seht, das Speed Gliding und dann gibt es ja noch den Raketen-Wingsuit und das Base Jumpen. Und ja, die Sportarten fügen sich super in das eben schon in die schon bekannten und verfügbaren Sportarten ein und sind halt auch wirklich extrem. Also die spielen sich wirklich richtig krass anders wie die anderen Sportarten und heben sich dadurch natürlich nochmal von den restlichen Sportarten ab. Und es ist auch wirklich manchmal ganz schön knifflig, die verschiedenen Challenges zu machen. Die Tutorials sind jetzt natürlich zum Erklären. Aber dann wird es auf jeden Fall extremer und der Name wird dem Ganzen schon gerecht. Also da gibt es manche Challenges, die sind schon wirklich heftig und da habe ich schon meine Probleme, die zu schaffen auf jeden Fall, weil man sich natürlich an die verschiedenen Arten, wie man es spielt, gewöhnen muss und dann natürlich auch an die Art, wie man jede Sportart nochmal verwendet, indem man zum Beispiel das Speedgliden macht, da kann man ja fliegen und dann jumpen. Man muss genau wissen, wann man abspringt und wann man eben die im richtigen Moment wieder landet und so und wie man das dann auch in der Luft lenkt, weil das Speedgliden ja schneller ist wie das normale Gliden. Und ihr seht jetzt hier, wie gesagt, sechs Challenges gibt es und ich lasse die mal kurz im Hintergrund ein bisschen so mitlaufen. Und ihr habt wie gesagt diese drei neuen Sportarten, die dazu kommen und die spielen dann in Alaska. Also ihr könnt natürlich die Sportarten zocken, wo ihr wollt. Aber diese Challenges und diese Herausforderungen spielen dann in Alaska. Und hier seht ihr jetzt auch gerade, das ist sozusagen die Einführung für den Raketenwingsuit. Und der ist wirklich meine Lieblingssportart, also die neue Lieblingssportart vom Spiel natürlich für mich. Und es geht einfach richtig ab mit dem Teil. Also es ist nicht schwer, das zu lenken und zu steuern, aber man muss sich dann natürlich schon an die Geschwindigkeit gewöhnen, vor allem wenn man dann die Challenges spielt. Da muss man dann immer mit Gas und Bremse natürlich abwechseln und spielen damit. Manchmal wieder abbremsen, dann wieder Gas geben. Und natürlich, wenn es eine Zeit-Challenge ist, muss man halt die Balance finden zwischen ich gebe jetzt Gas und ich bremse. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber es macht riesengroßen Spaß. Und man kriegt auch ordentlich was für das, was man in dem DLC alles bekommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die 10 Euro zahlt, kriegt man wirklich, wirklich viel. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Season Pass und sowas. Aber hier, weil das Spiel eben so gut gemacht ist und weil ich so viel Spaß damit hatte, habe ich mir gedacht, komm, das mache ich auf jeden Fall. Und es gibt halt nicht wirklich viele Sportspiele oder Wintersportspiele, sage ich es eher. Und da ist das Spiel auf jeden Fall schon aktuell das Beste. Denn es gibt ja nicht wirklich viele Alternativen. Und das geht auf jeden Fall super ab. Und ich habe schon mit dem ganzen Standardsachen, die es im Spiel gab, riesengroßen Spaß gehabt. Und wer auf sowas steht, wer auf Wintersport steht sowieso, der wird eh Spaß damit haben. Also auf jeden Fall. Wenn man aber natürlich jetzt nicht so auf Wintersport steht, kann man trotzdem damit Spaß haben. Also ich habe viele Freunde, die das Spiel auch geholt haben, die jetzt nicht Skifahren gehen oder mal Snowboarden waren und so und trotzdem mit dem Spiel riesen Spaß haben, weil das Spiel eben sehr gut geworden ist. Es gab ja viele Updates, viele kostenlose Updates. Das Spiel wird immer wieder gepatcht und erweitert. Die Sprünge wurden verbessert, das Landen wurde verbessert, die Gehkräfte wurden nochmal angepasst, dass man nicht so schnell stürzt und so. Also das Spiel hat eine tolle Entwicklung gemacht. Und jetzt seht ihr hier auch kurz den Base Jump, der natürlich auch dazu gekommen ist. Dann hat man die drei Sportarten eben sozusagen mal gesehen. Und Base Jump ist eben ohne Wingsuit ohne alles, man springt einfach und dann muss man eben den Fallschirm ziehen und dann in einem gewissen Punkt landen. Und es gibt verschiedene Punkte in dem Alaska-Deal oder im Alaska-Gebiet, sage ich jetzt. Da gibt es verschiedene
solche Base-Jumps, die man finden muss mit dem Fernglas. Ich habe jetzt noch nicht viele gefunden, denn die sind wirklich schwer zu entdecken. Aber da kann man dann das natürlich auch machen. Gibt natürlich auch neue Trophäen für die Leute, die gerne Trophäen sammeln. Und ich finde wirklich, dass der DLC sich auf jeden Fall lohnt. Also für Fans von Steep sowieso und für die Leute, die halt jetzt das Spiel auch so zocken, also für richtige Wintersportfreaks sowieso, da lohnt sich der DLC auf jeden Fall. Und für die anderen Leute, ihr müsst halt gucken, hey, macht euch das Spiel Spaß, habt ihr Fun damit und einfach mal einen Kumpel fragen, ob ihr Shareplay bei ihm machen könnt. Kann man ja mit PlayStation Plus machen und dann könnt ihr das mal testen, dann könnt ihr euch ja auch anschauen, wie der DLC so ist, wie die Sportarten sind, wie sich spielt. Und dann könnt ihr sehen, okay, gefällt mir das, lohnt sich das für mich für 10 € und dann könnt ihr dann über den Kauf natürlich nachdenken. Und man hat wirklich viel Inhalt im Season Pass bekommen. Der Alaska DLC war ja kostenlos für alle, also das neue Gebiet. Und es kommt ja dann noch jetzt im Winter, am 5. Dezember kommt dann noch das Add-on Road to Olympics. Also das kommt ja dann auch noch. Ich denke mal aber, dass das Add-on dann ein kostenpflichtiges Expansion wird. Also ich denke mal, das wird so ein großes neues Add-on. Da wird auf jeden Fall, denke ich mal, das wird auf jeden Fall ein bisschen was kosten, weil der Season Pass ist ja jetzt abgeschlossen sozusagen. Aber ich denke, das Road to Olympics Expansion wird richtig gut und dann denke ich, wird man da auf jeden Fall ordentlich belohnt für das, was man da, denke ich mal, vielleicht dann zahlen muss. Wenn es wieder 10 € ist, ist es ja okay. Wenn es 15 oder 20 ist, kommt es dann natürlich drauf an, auf den Umfang. Aber man wird dann in Road to Olympics auch in den südkoreanischen Bergen sein und die verschiedenen olympischen Sachen natürlich machen können und sich neuen Herausforderungen stellen können und neue Sportarten eben. Und da wird es Downhill geben, Slopestyle, Halfpipe, Riesenslalom, Super G und Big Air. Also da wird es einige neue Sachen geben, die eben mit Olympischen Spielen zusammenhängen. Und da freue ich mich auch schon mega drauf. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das Extreme-Pack lohnt sich auf jeden Fall total. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil es eben aktuell das beste Sportspiel, finde ich, ist, also Wintersportspiel, was man sich holen kann. Und da kann ich euch wirklich empfehlen, da zuzugreifen. Die Challenges sind natürlich wirklich heftig. Ihr seht hier gerade, also die Challenge hier ist auch ziemlich heftig. Man fährt hier runter und muss dann gucken, dass man an den verschiedenen Positionen, wo man eine kleine Erhöhung hat, muss man dann versuchen zu springen. Und das ist dann schon sehr knifflig. Man muss dann auch schauen, weil die Geschwindigkeit so hoch ist, muss man dann gucken, dass man immer wieder ein bisschen abbremst. Und das ist schon anspruchsvoll. Aber das gibt halt den Leuten, die eh schon mit dem normalen Spiel sich allen Herausforderungen gestellt haben. Ich habe zum Beispiel auch den höchsten Rang erreicht und habe alle Challenges geschafft, dass ich in jedem Bereich den höchsten Rang erreicht habe. Und dann gibt es Extreme Pack natürlich den Leuten, die eh schon sehr erfahren mit Steep sind, nochmal eine neue Herausforderung, nochmal einen neuen Impuls, neue Sachen, die man eben machen kann. Und mit Freunden macht es mega viel Spaß. Also mit Freunden das zu spielen und zu zocken macht unfassbar viel Spaß. Mit dem Raketending so dann rumzufliegen und dann fliegt man auf die Schnauze oder landet irgendwo richtig dämlich und dann lacht man sich halt kaputt mit seinen Freunden. Also das geht auf jeden Fall super ab. Und deswegen kann ich euch das wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich kann auch generell sagen, dass Steep einfach super gemacht ist und wer auf sowas steht, der soll da wirklich zugreifen. Ich denke, glaube ich, dass es auch gerade im Sale ist. Es gibt jetzt im Sommer-Sale, da könnte es drin sein. Das weiß ich jetzt nicht sicher. Guckt da einfach mal nach. Es gibt gerade einen richtig krassen Sale im Store. Da gibt es wieder einige Spiele reduziert und ich denke mal, da ist auch Steep dabei. Und eventuell auch die DLCs. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Und da gibt es bis zu 60% Rabatt. Und vielleicht entdeckt ihr dann Steep für euch und zockt es mal an und habt Spaß damit. Und dann, hey, habt ihr ein weiteres Spiel, wo man eben gut abgehen kann und Action haben kann in eben Wintersportarten ähnlichen Design. Und ja, damit würde ich dann auch zum Ende langsam kommen. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Ich finde es, wie gesagt, grandios, macht Riesenspaß. Ist unglaublich cool, natürlich sehr herausfordernd, aber macht wirklich, wirklich Riesenspaß. Und dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns, bis bald, euer Monster.